Hallihallöchen Leute, ich begrüße euch bei einer heute eher kurzen und etwas abseits vom Spiel gelagerten Brave Frontier Folge, was daher ja, damit zusammenhängt, dass Brave Frontier leider immer noch diverse Probleme mit den Servern hat und für mich heute recht unstabil ist und ich daher nicht allzu gut Dinge zeigen kann. Aber dafür mal auf etwas ganz anderes eingehen wollte, nämlich, dass der Typ von Einheiten, ihr kennt es ja, Lord Anima Breaker Guardian Oracle, und ich bekomme von vielen Leuten die Anfrage: Doc, ich habe die Einheit jetzt mit dem und dem Typ. Ist es die wert, aufgezogen zu werden? Und da gibt es, oder ich habe jetzt eine Guardian und eine Breaker, was ist besser? Und natürlich kann man da bei einigen Einheiten sehr spezifisch was zu sagen, aber oftmals gibt es dafür ganz einfache Faustregeln, an die ihr euch halten könnt. Und es hat mit viel Geschmackssache zu tun. Und dementsprechend gilt, bevor ihr jetzt wegen jeder Einheit bei mir fragt, wollte ich da heute einfach mal ein bisschen drüber reden. Und die allgemeine Aussage ist, neue Einheiten sind immer gut. Denn deren Stats sind so lange gut genug, dass ihr da die bedenkenlos verwenden könnt. Das gilt gerade für die jetzt letzten beiden rausgekommenen Gruppen. Gerade wir haben hier jetzt als Beispiel Ardain. Der ist so unheimlich krass, dass ihr euch da keinerlei Sorgen machen müsst. Der ist gut genug, dass ihr da bedenkenlos den auch als Oracle aufziehen könnt. Und das sieht man halt an seinen Werten sehr gut, denn er hat halt einen Durchschnittswert von 7530. Das ist halt viel, und zwar egal in welchem Typ. Und hinten lang. Generell gilt, ihr solltet danach gehen, dass euch persönlich als Typ Konzept am besten zusagt. Ich persönlich bin jemand, der benutzt gerne Anima und gerne Guardian, einfach weil ich gerne Einheiten habe, die viel aushalten. Ihr könnt aber auch genauso sagen, so, ich möchte mich gerne hinstellen und sicher gehen, dass ich die Gegner in einer Runde kaputt haue und verwende gerne deswegen Breaker-Einheit. Oder ihr geht danach, ich gucke mir die Stats der Einheit an und ich möchte die gerne möglichst ausbalanciert bekommen. Ardain ist zum Beispiel so einer, wenn ihr hier die Auswahl zwischen Breaker und Guardian, wenn ihr Guardian nimmt, sind die beiden Werte ziemlich gleich. Das heißt, der ist sehr ausgeglichen und man ist mit dem halt sehr flexibel einsetzbar. Andererseits könnt ihr auch sagen, also ich will den Gegner One-Shot killen, dann gehe ich halt auf Breaker, weil ich damit möglichst viel angefangen habe. Oder ihr habt halt Allround eine Einheit, die immer gut zuverlässig ist und viel aushält durch Anima. Muss man ab und zu halt bei ein paar Einheiten aufpassen, weil die dann sehr wenig Recovery haben, aber bei den neuen Einheiten ist das eigentlich nie ein Problem. Oracle ist eigentlich immer der schwächste Typ, weil ihr halt Lebenspunkte verliert, aber es ist bei neuen Einheiten auch nicht mehr schlecht. Es gilt, gerade wenn ihr ein Free-to-Play-Spieler seid oder jemand, der nur ab und zu mal Geld einsetzt zum Beschwören, es ist besser, diese Einheiten mit einem Oracle zu haben, als sie gar nicht zu haben. Und meistens sieht es halt auch so aus, wenn ihr beschworen habt und ihr habt jetzt irgendwie, gucken wir zum Beispiel nach Rogan und sagt halt so, oh, geil, ich habe jetzt einen Rogan, ich kann jetzt was machen. Wo haben wir denn hier? Ja, Rogan ist, glaube ich, auf der Vorseite sogar noch. Sollte ich mich hinstellen und sollte versuchen, nochmal einen besseren Rogan zu bekommen. Damit ihr die Chance habt, währenddessen auf den Trash-Einheiten zu ziehen, da könnt ihr die Gems besser aufbewahren und wir sehen hier Rogan, könnt ihr die Gems besser aufbewahren bis zu einer anderen Gelegenheit, wo ihr dann, versucht andere gute Einheiten zu bekommen und lebt halt im Oracle Rogan. Ich meine, ja, so ein Oracle Rogan hat halt nur 5750 Lebenspunkte, aber das ist halt immer noch gewaltig viel. Wenn wir das vergleichen mit, wenn wir sind hier gerade auf, ich merken, Seite 8, glaube ich, Seite 7 sogar, auf Seite 1, Vargas, 5-Sterne-Form, meh. Gucken wir mal zu seiner 6-Sterne-Form und sehen hier 5000 Lebenspunkte. Anima Vargas kommt aus 6550. Da hat das ist kaum mehr als ein Oracle Rogan. Und Vargas hat, wenn ich das richtig erinnere, recht 4 Lebenspunkte. Wenn wir hier bei Selina gucken, das ist tatsächlich en par mit einem Oracle Rogan. Bei Lenz bin ich mir gar nicht so sicher, wie viel der hat. Ich glaube, der hatte sogar wieder einen Tacken mehr Lebenspunkte, oder? Ja, aber. Und dann guckt ihr euch die restlichen Stats an und seht hier halt nichts. Der hat einen 810er Recovery. Da nehme ich wirklich tatsächlich lieber den Oracle Rogan, der eine 2000er Recovery hat, denn den kann ich wesentlich besser heilen. Bei dem hier brauche ich nicht versuchen, ihn zu heilen mit den Werten. Das kann ich vergessen. Dann gehen wir doch lieber wieder hier hin und gucken nochmal nach unserem Rogan hier unten irgendwo. Und freuen uns darüber, dass der als Oracle ja 1900 Recovery, fast 2000 Attack und Death richtig viel höher als die anderen. Das ist immer noch um Welten besser als andere Einheiten. Und da gilt generell, auch wenn ihr einen auf Oracle habt, seid damit zufrieden. Lord ist bei vielen unbeliebt, weil es halt so das Standard-Setup der Einheit ist. Aber es ist immer noch nicht schlecht. Ihr habt keinerlei Abzüge.
Und ob man jetzt Guardian, Breaker oder Anima lieber mag, ist halt sehr stark Geschmackssache. Wenn man halt gerne auf One-Turn-Kills geht, ist Attack besser. Wenn man mehr darauf geht, was auszuhalten, sind Anima und Guardian besser. Aber außerdem ist Guardian für Frontier Hunter gut, wenn ihr versucht, über mehrere Runden richtig viele Punkte zu sammeln. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten. Aber es gibt keinen so ein, oh, ich habe jetzt den und den Doc, ist das scheiße, soll ich den überhaupt aufleveln? Gerade wenn ihr nichts Besseres zu tun habt mit dem, was ihr habt, weil ihr halt irgendwie schon gut ausgeordneten Trupp habt und denkt, ja, ich brauche jetzt eigentlich einen. Ich brauche jetzt einen. Habe jetzt einen Zen-Knight gezogen. Ich bräuchte den super als Ergänzung für meinen Trupp, weil der immer praktisch einsetzbar ist. Und ihr guckt euch hier oben den Zen-Knight an und stellt fest, ja, der ist Oracle. Ja, aber pff, der ist halt immer noch geil. So, die Stats von Zen-Knight sind immer noch super. Ihr könnt ihn unheimlich gut ausbauen. Der Typ heilt sich mit seinem Super Brave Burst so schnell selber, dass ihr vom Stuhl fallen werdet. Und natürlich baut ihr den dann aus. Klar, wenn ihr jetzt steht, ich könnte jetzt einen Oracle Zenith ausbauen oder ich habe da gerade eine Anima Elsa frisch gezogen, würde ich wahrscheinlich die Anima Elsa zuerst ausbauen, einfach weil die ein Stückchen besser ist in ihren Bereichen als dann den Oracle Zenith. Aber den Oracle Zenith würde ich danach immer noch ausbauen, weil er es wert ist. Und wenn ihr dann vor der Frage steht ich habe jetzt gerade mal beschworen, ich habe einen Zenith bekommen, er ist Oracle und ich hätte vielleicht noch 10 Gems übrig, soll ich versuchen noch einen zu bekommen, wenn die. Ist die Frage nicht, wollt ihr noch einen Zen-Knight haben, weil die Chancen dafür sind eher bescheiden, sondern könnt ihr damit leben, auch noch was anderes zu ziehen. Und wenn alles andere, was ihr bekommen könnt, Einheiten sind, die ihr nicht wirklich braucht, dann lasst es bleiben. Wenn es jetzt irgendwie die Player's Choice sind, wo ihr die Chance habt, auf sechs, wo sechs Einheiten drin sind, ihr sagt, so, ich habe den einen jetzt als Oracle und die anderen fünf habe ich noch gar nicht, sind aber gute Einheiten, klar, dann schlagt zu. Aber allgemein, was Typing angeht, jeder Typ ist bei neuen Einheiten ohne Probleme spielbar. Gerade wenn ihr nicht das Geld überhaupt, um euch mal eben so eine neue Einheit davon zu farmen. Lebt damit, nimmt ihn, es ist immer noch super. Eine Einheit wie einen Zell-Knight, Ulquina, Exvil, das sind alles halt Einheiten, wo man halt sagen kann, so ja, du hast sie nicht im perfekten Typ gezogen, ja, scheiß drauf, sie sind immer noch super. Und du möchtest sie immer noch ausbauen. Klar, man kann dann, wenn man bereit ist, das Spiel bis ans Maximum zu treiben, sagen, ja, aber wenn die Einheit Anima ist, dann habe ich länger etwas von ihr, dann ist sie länger gut. Ja. Aber dann braucht man halt auch einfach unter Umständen mehr Glück oder mehr Geld, um das irgendwie hinzubekommen, diese Einheit in dem Typ zu haben. Und wenn man nicht eine Alternativeinheit hat, wo man sagt, so, ja, okay, die ersetzt das in Welten besser, dann nimmt man halt die Oracle-Einheit auch mit. Ich selbst habe auch meinen Oracle Rogan erst ausgebaut, nur um dann festzustellen, oh, ich habe noch einen Guardian bekommen. Das ist dann halt so, muss man mitleben. Also, Thema Frage, Frage Typen sollte damit geklärt sein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.